Willkommen in meiner Küche. Heute habe ich für euch leckere Biskuitrolle mit Muster. Geht schnell, also geht leicht. Und als erstes mache ich mir die Schokosahnecreme. Da habe ich 200 Gramm Zartbitterschokolade. Gebe ich dazu 200 Milliliter heiße Schlagsahne. Und wenn das schon die Schokolade geschmolzen ist, gebe ich dazu noch zusätzlich 200 Milliliter Schlagsahne. Aber diesmal kalt. Okay. Die Schlagsahne ist heiß, jetzt hier drin, also wir machen sowas wie Ganache, nur ein bisschen mehr Sahne ist da. Jetzt lasse ich die Sahne, die Schokolade, ja, so 5 Minuten stehen, bis sie so richtig weich ist. Danach werde ich gründlich vermischen, so lange bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist. Und wenn da schon keine Stückchen drin sind, gebe ich dazu 200 Milliliter Schlagsahne kalt, diesmal kalt, und werde ich das gründlich vermischen. Es geht darum, weil dass die Sahne, Schokosahne jetzt schneller abkühlt, deswegen habe ich mir die Sahne geteilt. Aber könnt ihr natürlich auch gleich die 400 Gramm Schlagsahne erhitzen und so die Schokolade geben und schmelzen lassen. Aber dann später dauert das ein bisschen zu lange, bis die ganze Schlagsahne kalt ist. Wir müssen die Schlagsahne dann richtig kalt werden lassen, weil wir werden sie später steif schlagen. Also alles vermischen und gut abkühlen im Kühlschrank. Und in Zwischenzeit werde ich mir machen die Biskuit oder das Biskuit, da habe ich 4 Eier, große M, die habe ich jetzt getrennt, 3 bis 4 Esslöffel heiße Wasser, 160 Gramm Zucker, 160 Gramm Weizenmehl, Prise Backpulver habe ich da auf den Löffel, bisschen Mehl habe ich da noch auf den Löffel auch, also eine Prise Backpulver. So, das ist Mehl und 2 Teelöffel Backkakao. Und Backblech, da habe ich ja so eine Standardblech, die mir zu meinem Ofen passt. Der ist so flach und da habe ich mit Backpapier ausgelegt. Unten drum habe ich mit Butter beschmiert, sodass das Backpapier besser haften bleibt. Dann haben wir keine Probleme mit dem Muster später. Und wir werden brauchen noch Spritzbeutel, entweder so eine geschlossene oder Gefrierbeutel. Oder wenn ihr offene Spritzbeutel habt, dann brauchen wir eine Tülle mit ganz, ganz kleinen Loch. Und jetzt werde ich mir das Eiweiß mit dem heißen Wasser schaumig schlagen. Dann gebe ich das Zucker dazu und werde ich das Eiweiß richtig, richtig steif schlagen. Mit dem Wasser dauert das ein bisschen länger, habe ich noch nie mit Wasser Eiweiß steif geschlagen. Eier ganze schon, aber nur Eiweiß nicht. Dauert ein bisschen länger als normalerweise, aber es geht. Hat es geklappt. Und wenn das Eiweiß schon steif geschlagen ist, gebe ich nach und nach das Eigelb dazu. Gut vermischen. So, jetzt werde ich das Mehl sieben. Backpulver habe ich mir schon vermischt mit dem Mehl. Und jetzt werde ich das Mehl sieben. Und vorsichtig vermischen. Und jetzt gebe ich ein bisschen von dem Teig in eine Schüssel. Ich habe hier erstmal gegeben 4 Esslöffel und 1 Teelöffel Kakao. Das werden wir brauchen für den Muster. Solche Muster habe ich hier zuerst das Mal gemacht und ich war mir nicht sicher, ich wusste auch nicht, wie viel ich brauche von der Masse. Deswegen habe ich da ja so nach Augenmaß gemacht. Ja, ich dachte, das wäre zu wenig, habe ich noch dazu Kakao gegeben, also insgesamt war 2 Teelöffel Kakao und noch dazu wieder 3 Esslöffel von dem Teig. Aber nach den Spritzen von dem Muster ist mir fast die Hälfte übrig geblieben. Also 4 Esslöffel reicht und 1 oder 2 Teelöffel Kakao dazu. Ja. Gut. Den Teig, Kakaoteig, werde ich jetzt umfüllen in einen Spritzbeutel.
Oben mache ich zu, sodass er nicht rausläuft. Und jetzt werde ich abschneiden, klitzekleine Loch. Da mache ich mir erstmal Probe. Noch ein bisschen zu klein. Und jetzt könnt ihr schon Backofen vorheizen, also anschalten, auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Wer Umluft hat, 180 Grad. Und jetzt werde ich jetzt das Muster spritzen. Auf das Backblech, Backpapier. Welche Muster ihr haben möchtet, dann könnt ihr schon selber entscheiden, aber ich finde so eine Muster ist auch schön und nicht so kompliziert. Also wer da jemand an Hand hat, könnt ihr natürlich auch schönere Muster haben oder machen, ja, wie ihr da mögt, wie ihr da wollt. Wenn das schon geschafft ist, werde ich das jetzt backen. Eine Minute. Also das kommt jetzt im Backofen für eine Minute. Danach holen wir es raus. Und jetzt werde ich drauf verteilen das helle Teig. Und vorsichtig glatt streichen. Und wenn das schon gestrichen ist, kommt das ins Backofen, wie ich schon sagte, 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 13 bis 15 Minuten. Wer Umluft hat, 180 Grad. 13 bis 15 Minuten. Wer Gas hat, ich habe keine Ahnung, wie man mit dem Gas hat, backt. Keine Ahnung. Okay, glatt streichen, backen. Danach habe ich das sofort aus dem Ofen rausgeholt. Ich schneide mir die Ränder ein bisschen ab, also die halten da fest, haften da fest. Jetzt müssen wir die Rolle, also das Biskuit, umdrehen. Dann werde ich vorsichtig das Backpapier entfernen. Ich hatte hier ein bisschen Angst, dass der Muster mir auf dem Backpapier kleben bleibt. Ja, ist ein bisschen geblieben, aber auf die Rolle ist, auf dem helle Biskuitteig ist auch geblieben. Okay, vorsichtig entfernen. Und jetzt müssen wir schon wieder umdrehen, sodass der Muster nach unten zeigt, bleibt. Ja. Und die helle Seite nach oben ist. Und die Rolle jetzt werde ich einwickeln in ein Küchentuch und lasse ich jetzt abkühlen. Ja, das dauert ja 15 bis 20 Minuten. Und in Zwischenzeit werde ich mir schon die Schlagsahne steif schlagen. Das ist meine gekühlte Schlagsahne. Die ist schon richtig, richtig kalt. Und jetzt werde ich die einfach steif schlagen. So sieht das aus. Und jetzt die Schoko-Sahne-Creme auf dem Biskuit verteilen. Glatt streichen und wieder anwickeln. Hier ein bisschen fester drücken. Anwickeln. Die Creme schiebt sich ein bisschen, deswegen habe ich hier ein bisschen weggenommen, sodass die Rolle nicht schmutzig wird. So. Und ich lasse die Rolle noch in das Küchentuch einwickeln und lasse das für ca. 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank abkühlen. Aber könnt ihr natürlich auch in Frischhaltefolie einwickeln oder was ihr da habt. Aber ich lasse das schon in dieses Tuch und lasse ich in Kühlschrank zu abkühlen, sodass die Creme fest bleibt. Und nach dieser Zeit werde ich euch schon mit euch probieren, anschneiden, probieren.
Die erste Scheibe ist nicht immer, wie immer, nicht so schön, nicht so cool, aber schmecken tut sie. Trotzdem, ich werde auch mit euch diese zwei Scheiben essen. Und ja, passt dazu. Ich habe mir später noch frische Erdbeeren dazu genommen. War sehr lecker. Und ja, meine Lieben, ich wünsche, das war's schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß bei Nachmachen, bei Essen, bei den Mustern. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.